Hallo ihr Lieben, es ist Revet Emily. Hello Dears. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Auf Wunsch zeichne ich heute einen Eisbären. Wer hat sich den gewünscht? Bitte melden, bitte kommentieren. Das war ein ganz lieber, süßer Wunsch. Ich wollte schon länger einen Eisbären machen. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass wir genau heute hier genau richtig sind mit den Eisbären, denn es ist ziemlich kalt draußen und ich habe das Gefühl, dass es irgendwo in der Nähe schneit. Also auf jeden Fall ist es richtig frostig kalt. Und ich finde, ein Eisbär ist gar nicht schwer zu zeichnen und das sollten wir auf jeden Fall mal probieren. Es soll ja ein kleines Bärchen werden, also ich will jetzt die Mama noch nicht machen. Das kann man aber mit Sicherheit demnächst auch ausprobieren. Ein Eisbär zu zeichnen ist eigentlich eine super leichte Sache, weil er flauschig ist und gleichzeitig, gleichzeitig ist er knuffig. Das heißt, also man muss nicht viel aufpassen, wo hat man jetzt die ganzen Muskeln, wo hat man die ganzen Knochen, sondern man malt so vor sich hin und plötzlich ist da der Eisbär. Und ich habe sehr oft mittlerweile Eisbären gezeichnet, also für die verschiedensten Verlage, am meisten glaube ich für Ravensburger Puzzle, zumindest erinnere ich mich da am meisten, aber ansonsten auch für andere Bücher habe ich Eisbären gezeichnet und es gibt super schöne Illustrationen von Eisbären. Wir machen jetzt mal schnell die Augen, ihr werdet sehen, das ist eine dankbare Geschichte, denn die Augen sind ziemlich dunkel, also schwarz mit Glanz. Und dann haben wir ein Näschen, ein ziemlich schwarzes Näschen. Ich mache ein bisschen Glanz, aber ich sehe hier keinen Glanz, also ich glaube, die Nasen von den Eisbären glänzen nicht. Und dann hat es so eine ganz leichte hier Verlaufsgeschichte. Ja, und hier drunter kann man so einen kleinen Mund andeuten. Also hier ist es relativ dunkel. Die Nase könnt ihr gerne auch ein bisschen breiter ziehen, je nachdem wie es euch gefällt. Den Stift bitte schön spitzen. Und die Augen so leicht traurig machen. Das macht sie noch knuffiger als sie sind. Also für traurig müsst ihr hier nach oben so eine ganz leichte Linie ziehen. Und wir wissen ja, Eisbären sind bedroht, dadurch, dass wir die Klimaerwärmung mittlerweile haben. Also wer das leugnet, der sieht nicht richtig oder keine Ahnung. Und dieser Raum der Eisbären ist mittlerweile so bedroht, dass die Armen irgendwie auf irgendwelchen verlassenen Eisschollen schwimmen müssen und ja, sie drohen ihren Raum zu verlieren, zu ertrinken und so weiter. Und das ist schrecklich. Und ich hoffe, dass das, dass mein Eisbär nicht irgendwie irgendwann so ein Tier darstellen wird, das ausgestorben ist, sondern immer, wenn mein Video angeschaut wird, soll es immer noch Eisbären geben in echt. Das hoffe ich sehr. Aber trotzdem ist das irgendwo, dieses Video soll auch ein Zeichen sein, dass wir alle ein bisschen drüber nachdenken sollen, was wir mit unserem Konsumverhalten anrichten. Da sind wir alle nicht ausgeschlossen davon. Denn das ist, glaube ich, das Hauptproblem unserer Zeit, dass wir viel zu viel produzieren, viel zu viel konsumieren, viel zu viel wegschmeißen und somit verpesten wir alles um uns herum, was wir eigentlich brauchen zum Leben. Hier mache ich jetzt noch ein Beinchen dazu, weil das sich anbietet, sonst hätten wir ja nur drei. Und dieser Stift, den ich gerade benutze, ist ein 10er Color. Und was ich mache, ist einfach so einen ganz leichten Grundton, damit wir jetzt dann so ein bisschen diese Flauschigkeit zeichnen können. Und ich möchte auch ein bisschen das Ganze ins Rosé ziehen. Also mein Eisbär wäre schöner, wenn ich den Eisbär auf, also mit Weiß auf irgendwie
blau im Hintergrund zum Beispiel gezeichnet hätte. Aber ich habe das nicht. Ich muss jetzt meinen Eisbären auf dem weißen Blatt praktisch sichtbar machen. Der ist nicht weiß, der hat so einen leicht gelblichen Ton. Soviel ich weiß, ist sogar seine Haut schwarz, nur die Haare sind praktisch weiß oder sie brechen so in der Sonne. Das Licht wird so in der Sonne gebrochen, dass sie weiß erscheinen. Also es gab da so ganz interessante Erklärungen, was für eine Farbe der Eisbär hat. Und er hat so ein leichtes hier, ja, so ein Maul. Das kann man auch andeuten, aber ganz, ganz zart und sanft, damit es nicht irgendwie, ja, zu viel erscheint. Und was mir persönlich sehr gefällt, ist, wenn ich jetzt mit der Flauschigkeit beginne, und da werde ich natürlich wieder mal mächtig übertreiben. Es ist wichtig, dass er einen gespitzten Bleistift hat, unser Eisbär, und dass wir ihn mit diesem gespitzten Bleistift auch schön zeichnen. Ich habe in diesem Fall einen Polychromos Hautton. Das Näschen ist mir irgendwie noch nicht groß genug. Und bei den Augen empfinde ich das ebenso. Deswegen korrigiere ich ganz leicht nach. Das geht ja hier, weil das einfach schwarz ist. Und um die Nase herum mache ich so einen ganz leichten Polychromos-Ton mit Schatten. Und hier drunter auch Schatten und hier die Härchen. Mit diesem Ton versuche ich einfach diese Weichheit zu erhalten, und er braucht um die Augen herum auch einen ganz leichten Ton. Da muss man jetzt sehr aufpassen. Das hätte ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich vorher machen müssen, aber es geht schon. Hier hat er so ganz leichte Falten und Fältchen. Aber ansonsten, meine Lieben, war das jetzt eine ganz schnelle Zeichnung, und ich sage euch warum. Momentan habe ich wahnsinnig viele Projekte, also ich zeichne sehr viele neue Bücher. Teilweise beginnen wir mit ganzen Serien, beziehungsweise machen dann Serien weiter, die ihr noch nicht kennt oder teilweise schon kennt. Aber es ist jetzt einfach sehr viel zu tun, und ich würde sehr gerne mehr Videos für YouTube machen, aber ich finde einfach die Zeit nicht. Von daher suche ich mir sehr gerne so Wünsche von euch aus, die man relativ schnell, relativ zügig machen kann. Und ihr seht das Ergebnis. Also es ist ja, Speedy Illustration nenne ich das. Ganz schnelle Zeichnungen für schnell Entschlossene. Ich hoffe, das gefällt euch auch so, auch mal mit Polychromos was ganz Schnelles zu produzieren. In diesem Fall schaffen wir das also wirklich unter 10 Minuten, glaube ich. Und ja, mir gefällt es auch sehr, weil ich glaube, das haben viele von euch sehr gerne, auch mal, wenn man was Schnelles kommt und nicht immer irgendwie 30 Minuten gezeichnet wird oder mehr. Ich werde natürlich hier und da ein bisschen kürzen, wenn es geht, aber ich lasse euch das Video so und hoffe, dass das für euch auch eine Motivation ist, ein bisschen selbst zu zeichnen. Also ich bin sehr dankbar für diesen Wunsch, wer auch immer es war. Macht mir großen Spaß, auch mal schnell zu zeichnen. Also dieser Stift ist ein No-Name, ist irgendwie Fantasia Colors. Und weil ich nehme ihn, weil er wirklich kaum zeichnet. Also ist kein qualitativ hochwertiger Stift, aber er eignet sich super für so Beenden von Zeichnungen. Wenn man einfach hier und da so eine ganz leichte Struktur reinzeichnen will,
es aber nicht mehr mit einem starken Polychromos oder mit einem 10er Color schaffen kann oder will. Und das war's, meine Lieben. Also ihr könnt natürlich jetzt gerne weiterhin so die Härchen machen. Das ist immer schön, wenn der noch flauschiger ist. Aber für mich ist das genug. Und ich verabschiede mich für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe es sehr. Wir zeichnen wieder. Bis demnächst. Eure Dani. Tschüss. Und das sind meine Stifte. Die paar Stück.